Hey, ich freue mich. Ein neues Board von Duoton, und zwar das 2025er. Und das ist das erste Modell, was wir jetzt in 2024 aus der neuen Serie des neuen Jahres sozusagen zu sehen bekommen. Egal ob Wing oder Windsurfen, Duoton war jetzt quasi die erste Brand, die uns erreicht hat mit den neuen Sachen. Ihr seht es ganz schön. Neues Design, neuer Style beim Sky Style. Alle Boards jetzt von Duoton, egal ob Windsurfen oder Wing, die Windsurfboards haben wir jetzt auch schon sehen können, haben jetzt diese diagonale Optik drin mit dem gesprenkelten Material. Mit den gesprenkelten Farbtönen. Ganz lustiges Gimmick, so insgesamt auf jeden Fall ein uniques Merkmal, dass sich die Boards zwar, wenn sie aus der Retorte kommen, aber trotzdem nicht ähneln, weil das hier schon mit der Hand gemacht wird. Es ist auch keine Cobra-Produktion, das heißt, wir haben halt ein neues Carbon hier eingebastelt. Man hört auch wirklich von dem Klang her, es ist eine andere Art und Weise, wie es bisher bei vielen anderen der Fall ist. Wir haben eine sehr stabile Geschichte, aber das ist ja nur eine Teil, so ein Board soll auch noch gut fahren. Deswegen haben die Jungs sich ein bisschen was dabei überlegt zu ändern. Und zwar ist das Sky Style jetzt in anderen Voluminas erhältlich. Könnt ihr gleich unten im Beschreibungstext sehen. Aber in Summe hat er eine etwas breitere Nase halt bekommen. Und auch diese Kanten hier sind breiter geworden. Fast 1,5–2 cm, damit das Board ein bisschen stabiler im Wasser liegt, damit es ein bisschen besser eintaucht. Und vor allem dann die breitere Nase, um es nach Freestyle-Manövern, wenn man halt eintaucht, sich schneller wieder löst und das Ganze auch ein bisschen softer halt passiert. Trotzdem, wie auch das vorherige Modell im vorderen Bereich, so eine leichte Doppelkonkave hier drin. Und dank der Bauweise auch wirklich eine angenehm kompakte, leichtes Board geworden. Neue Fußschlaufen gibt es auch bei Duoton jetzt in 2025. Die sind identisch mit den Windsurfboard-Schlaufen. Die sind etwas dünner, nicht mehr ganz so kompakt, stehen halt sehr gut, haben hier nicht mehr ganz so viel Shishi an diesen Klettgeschichten dran. Innen, wie wir es gewohnt sind mittlerweile, gibt es diese die Markierung, um zu sehen, welche Größe man hat einstellt. Also eine ganz schöne neue, minimalistische, könnte man fast sagen, leichte Schlaufe, die dazugekommen ist. Genau. Ansonsten könnt ihr das Board... Ach nee, eins habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Die haben auch neue Kästen eingebaut. Sind jetzt Carbon-Kästen hinten drin. Das ist nicht mehr diese klassische Plastiknummer. Das war bei einigen Vorgängermodellen, sowohl bei Duoton als auch bei KT und Co. der Fall, wenn man die Tracknuts zu doll reingezogen hat oder hat diese scharfkantigen, diese glänzenden Edelstahldinger, dann haben die sich schnell mal in den Kasten reingefressen und man hat so Plastikwülste gehabt, sodass die Tracknut nicht mehr vernünftig hin und her zu schieben war. Das soll jetzt hier ein Ende haben, macht auch Sinn, weil das Material viel härter, viel steifer, viel geradliniger abzuschleifen, zu fräsen ist. Also eine gute Geschichte, plus dass man natürlich Gewicht spart bei einem Kastenset aus Carbon. Genau, ganz wichtiges Zusatzding, deswegen muss ich das noch schnell erwähnen. Wie gesagt, schneller, leichter, entspannter einzutauchen, etwas stabiler dadurch und für die Freestyle-Manöver bisschen fehlerverzeihender. Die Voluminas, die sich geändert haben, seht ihr im Footer, wie gesagt, aber auch bitte beachten, der Sky Style ist natürlich theoretisch erstmal vom Ansatz her nichts für jeden, aber diejenigen, die halt auch etwas kleinere Boards fahren, werden halt schon agiler, dynamischer fahren. Deswegen der Ansatz von Duoton finde ich als richtiger, dass man die klassische Free-Linie als eher einsteigertauglich, sprich größere Voluminas nimmt und in dem Übergang, wo es dann dazu geht, dass man dynamisch aktiver auch schon mit Springen und so weiter unterwegs ist, wird es diese Style-Lösung werden. Genau. Wer Lust hat, wir werden das mit Lurk im Test haben, im Style, auf jeden Fall die Freeze halt wieder. Ihr könnt euch aber mal einen Eindruck von dieser neuen Bauweise machen und kommt gerne im Shop vorbei. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.